Hey, neu hier, was? Ich bin Morris, einer von Stahlbarts Männern. Was machst du hier? Nicht viel. Ohne Gold gibt's keinen Rum, keine Huren, gar nichts. Also hänge ich ein bisschen rum und halt die Augen auf. Erzähl mir was über Takarigua. Dieses Nest hier ist die größte Brennerei der gesamten Südsee. Früher hat das sogar mal was bedeutet, aber heute... Früher war alles besser, hm? Nicht alles. Aber Booze sitzt auf seinen Rumvorräten, als gäbe es bald nichts mehr. Und das war früher nicht so. Und ich musste nachts nicht aus dem ersten Stock springen. Was hast du getan? Ich wollte mir ein paar Flaschen Rum aus der Brennerei besorgen. Hab mich nachts hochgeschlichen. Aber Alistair, der alte Sack, hat mich erwischt. Ich konnte gerade noch über den Balkon entkommen. Schätze, das war Glück. Was soll denn daran Glück sein? Nicht nur, dass ich jetzt auf dem Trockenen sitze, ich habe auch meine halbe Ausrüstung verloren. Und ich habe nicht mal was, das ich bei Flanagan zu Gold machen kann. Aber warte, wenn ich den erwische, der jetzt mit meinen Klamotten rumrennt. Willst du noch mal nachts rein? Auf keinen Fall. Ich bin zu laut und zu ungeschickt. Aber ich habe einen Plan, wie es jemand machen könnte, der sich darauf versteht. Lass es mich versuchen. So? Hoffentlich bist du leiser als ich. Sonst wird's dir wie mir ergehen. Weißt du was? Ich verkauf dir meinen Plan für wenig Gold und du kannst die Beute behalten. Was ist das für ein Plan? Ein guter. Na schön, du neugieriger Naseweiß. Mein Plan beruht auf Heimlichkeit. Wenn du das nicht drauf hast, kannst du dich auch gerne durchprügeln. Aber das ist nicht besonders stilvoll, wenn du verstehst, was ich meine. Ich kaufe deinen Plan. Dann pass mal auf. Ganz oben ist das Zimmer von Booze. Da ist einiges zu holen. Aber ganz oben sind auch Elia und Alistair. Die schmeißen dich raus. Und dein Plan? Elia geht zum Schlafen runter, also warte so lange. Und Alistair hat eine Schwäche für die süße Lola. Gib ihr einen Kuss von mir und drück ihr ein paar Goldstücke in die Hand. Dann wird sie sich um ihn kümmern. Und du kannst dich oben in Ruhe umsehen. Hey, was machst du hier? Ich bin auf der Suche nach Stahlbart. Dann sieh zu, dass du bei ihm aufs Schiff kommst. Wir haben schon genug Piraten, die sich hier niederlassen. Wenn Stahlbart ablegt, werde ich dabei sein. Gut, solange du hier bist, kannst du saufen. Also geh zur Booze und hol dir einen Rum. Was kannst du mir über Booze erzählen? Junge, du bist nicht von hier, was? Booze ist der Mann mit dem Rum. Und der Mann mit dem Rum ist der Mann mit dem Gold. Er hat das alles hier aufgebaut. Und er bezahlt mich, damit ich darauf aufpasse. Und ich mag Gold. Kapiert, was ich meine? Ei. Ah, ein neues Gesicht. Willkommen in Takarigua. Was führt dich her? Ich hörte, ihr habt ganz guten Rum. Ha, da hast du richtig gehört, Junge. Hier, die erste Buddel geht auf mich. Wie stehst du zu Stahlbart? Ha, der alte Halunke ist ein übelriechender Halsabschneider. Ein rumsaufender Plünderer, ein todesverachtender Kämpfer. Aber... Ja? Aber trotzdem habe ich keinen Rum für ihn. Kein Rum? Du hast mir doch sogar einen ausgegeben. Junge, die guten alten Zeiten sind vorbei. Ich kann hier wohl eine Runde schmeißen. Aber ein Schiff beladen kann ich nicht. Woran liegt's? Zucker. Zucker und Wasser. Das sind die Zutaten, aus denen Rum gebrannt wird. Und jetzt rate mal, was wir nicht haben. Zucker und Wasser? Genau. Was ist mit dem Wasser? Wir kriegen's halt nicht. Dabei haben wir die Quelle gleich vor der Tür. Also, wenn du dich nützlich machen willst... Ich schlepp kein Wasser. Aber für eine ordentliche Bezahlung trete ich deinen Trägern in den Hintern. Das ist die Aufgabe von Curtis. Er weiß, was zu tun ist. Du brauchst also Zucker? Tja, der alte Jack kümmert sich normalerweise drum. An der Südküste der Insel. Am Rand des Dschungels steht ein Schmugglerturm. Wenn du was rausfinden willst, suche den Turm und sprich mit Jack. Ich habe hier einen Brief für dich. Das letzte Mal, dass ich einen Brief gekriegt habe, hat mich meine Frau verlassen. Sehen wir mal, ob du bessere Nachrichten bringst. So, an die Herren Piraten. Was für ein Quatsch.
Der Sack will eine Entschädigung für den Zucker, den wir geklaut haben. Ich glaube, ich spinne. Er will unseren Rum? Niemals. Er kann Gold haben. Und ich weiß auch schon, wer dafür bezahlt. Wir haben einen Mann bei der Inquisition. Pedro. Er sollte uns unauffällig jeden Monat ein paar Säcke Zucker besorgen. Jetzt ist die Sache aufgeflogen. Ich würde sagen, das ist sein Problem. Also wirst du dir das Gold, das uns die Fuego-Soldaten vom Hals hält, von Pedro holen. Kriegst du das hin? Klar krieg ich das hin. Das wollte ich hören. Warte, ich schreib dir schnell eine Antwort. Ich werde keinen Betrag in meinem Brief erwähnen. Sorg einfach dafür, dass die Fuego genug Gold bekommt, damit er die Füße stillhält. Woher du das Gold bekommst, weißt du ja. Hier, mach was draus. Kannst du mir was beibringen? Was willst du denn wissen? Ich habe nicht genug Gold. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Das hier könnte interessant sein. Am nächsten Tag erwachte er mit einem Kater und das fehlte ihm der rechte Stiefel. Da er sich an nichts erinnern konnte, suchte er tagelang vergeblich. Beim nächsten Saufgelage stürzte er vor der Westküste Antiguas über die Reling und blieb verschollen. Der linke Stiefel gilt seither als verflucht. So, so. Lass das, das gehört sich nicht. Raus! Mach, dass du wegkommst! Hast du nichts zu tun? Dann schlepp Wasser. Hey, ich will nur ein bisschen quatschen. Na wegen mir, aber mach schnell. Zeig mir deine Klingen. Ei! Verkaufst du auch Dietriche? Was willst du denn mit einem Dietrich, Junge? Damit rennst du doch nur durch unseren schönen Hafen und plünderst unsere Truhen. Lago steckt in Schwierigkeiten. Verarsch mich nicht. Ich kenne nur einen Lago und der ist nicht auf Tacarigua. Und wie komme ich dann an sein Kopftuch? Sieht ganz so aus, als wenn das Ding wirklich Lago gehört. Er sitzt in Puerto Sacarico im Knast. Mal angenommen, ich glaube dir. Dann brauche ich einen Dietrich, um ihn da rauszuholen. Wenn du es wirklich ernst meinst, ist dir der Spaß bestimmt 500 Goldstücke wert. Richtig?
Lago sagt, du schuldest ihm Geld. Blitz und Donner! Der Langfinger sitzt wirklich im Knast. Sag ich doch. Hier, nimm den Dietrich und beeil dich. Sonst knüpfen sie ihn noch auf. Ich hab mich mal umgehört. Es heißt, du bist bei der Inquisition rausgeflogen. Ja, und? Ich will nicht, dass sich hier fremde Gestalten einschleichen, die Ärger machen wollen. Ich bin nicht auf Ärger aus. Aber wenn mir einer dumm kommt, dann gibt's aufs Maul. Nichts gegen den kleinen Kampf. Wobei du nicht so aussiehst, als könntest du ordentlich austeilen. Dann zeig mir, wie ich's besser mache. Wegen mir? Aber stellt sich raus, dass du hier bist, um uns zu verarschen, hau ich dich so um, dass du nicht mehr aufstehst. Kapiert? Ei. Ich hab gehört, dass es kein Wasser gibt. Ja, ja. Und eine zusätzliche Wache am Tor ist auch nicht verkehrt. Ich hab den Vögeln gesagt, einer soll zu Fans ans Tor gehen. Keine Ahnung, was daran so schwer zu kapieren ist. Geh zu ihnen und schick einen zur Wache ans Tor. Wo sind die Wasserträger? Ja, das frage ich mich auch. Sie sollten eigentlich beim See sein. Geh Richtung Tor und halt dich rechts. Da sollten Colby, Docks und Foster arbeiten. Nein, ich gehe. Von wegen, ich werde das machen. Das ist eine ganz schlechte Idee. Ich... Curtis schickt mich. Einer von euch soll ans Tor Wache schieben. Wem sagst du das? Die beiden werden sich nicht einig. Dann übernimm du doch den Posten. Ich will ja, aber die lassen mich nicht weg. Wenn ich gehe, verprügeln sie mich. Mach das mit den beiden aus. Das ist eine ganz schlechte... Misch dich nicht ein, du weißt nicht, worum es geht. Das ist eine ganz schlechte Idee. Hey, Curtis schickt mich, ich... Du weißt nicht, worum es geht, ich mach das schon. Das ist eine ganz schlechte Idee. Ich gehe... Nein, ich gehe! Willst du Ärger? Steck das Ding weg! Los, schlag schon zu! Zeig ihm, wer stärker ist! Zeig's ihm! Hey, Curtis schickt mich, ich... Du weißt nicht, worum es geht, ich mach das schon. Zeig's dir! Mit dir will ich nichts zu tun haben. Der Kampf ist entschieden. Nein. Nein, ich gehe. Vergiss es, ich mach das. Vorsicht, treib es nicht zu weit. Ich werde gehen. Nein, ich gehe.
Das ist eine ganz schlechte Idee. Ich gehe. Nein, ich gehe. Vergiss. Vergiss es, ich mach das. Vorsicht, treib es. Hey, Curtis schickt mich, ich. Du weißt nicht, worum es geht, ich mach das schon. Vorsicht, treib es nicht zu weit, ich werde gehen. Nein, ich gehe. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Hast du nichts zu tun? Ich halte die Stellung. Ich habe hier den Dietrich, den du wolltest. Bestens. Dann kannst du jetzt mal sehen, wie ein Meister das macht. Da los, worauf wartest du? Danke, dass du mich befreit hast. Du hast was gut bei mir. Hier, nimm schon mal den Dietrich. Wenn du willst, zeige ich dir, wie man damit umgeht. Was hast du jetzt vor? Ich werde mich mal zum Piratennest aufmachen. Willst du deine Sachen nicht wiederhaben? Heißt das, du hast alle meine Sachen bei dir? Nur einen Teil. Dann behalt den Krempel erstmal. Wenn du mir alle meine Sachen wiederbringst, lasse ich 1000 Goldstücke dafür springen. Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. Ich habe nicht genug Gold. Später. Wie komme ich an die Perle? Verstehst du was vom Taschendiebstahl? Tja, kein Problem. Thank you.
Jetzt hast du ein Problem. Die Fuego verlangt eine Entschädigung für Zucker, der ihm abhanden gekommen ist. Boose meinte, du hast die Sache vermasselt, also sollst du auch bezahlen. Was? Die Fuego gibt sich nicht mit Kleingeld zufrieden. Er wird einen Haufen Gold sehen wollen. Gib mir lieber 300 Goldstücke. Bist du übergeschnappt? Das ist mehr, als ich bis jetzt mit dem Schmuggel verdient habe. So gut bin ich auch nicht. Gib mir einfach 200 Goldstücke. Oh Mann, das ist fast alles, was mir die Sache bis jetzt eingebracht hat. Pass in Zukunft halt besser auf. Und aufgrund meiner unermesslichen Großzügigkeit. Ich bringe Antwort von den Piraten. Zeig her. Na schön. Wie viel bietet er an? $100 Goldstücke. Was erdreistet er sich? Das ist auf keinen Fall akzeptabel. Boose hat gesagt, ich kann bis 200 gehen. Das klingt vernünftig. Ich gehe natürlich davon aus, dass die Übergriffe seitens der Piraten ab jetzt aufhören. Was ist mit meiner Belohnung? Bitte was? Roquefort sagte, ich würde 100 Goldstücke bekommen, wenn ich eine Antwort von den Piraten bringe. Wenn Roquefort dir Gold verspricht, dann soll Roquefort dich ausbezahlen. Hier gibt es nichts für dich zu holen. Besser, du fasst hier nichts an. Die Fuego rückt mein Gold nicht raus. Und was habe ich damit zu tun? Du gibst mir jetzt meine 100 Goldstücke. Hör mal, ich habe dir schon 100 Goldstücke aus meiner eigenen Tasche bezahlt. Nicht nur, weil ich die Sache loswerden wollte, sondern auch, weil du, als du hier ankamst, nichts hattest und ich dich ein bisschen unterstützen wollte. Wenn du jetzt ein Problem mit die Fuego hast, komm bitte damit nicht zu mir. Es ist eine Frage der Ehre. Kämpfen wir darum. Du forderst mich zum Duell? Na schön. Wenn du gewinnst, bekommst du das Gold. Aber wenn du verlierst, höre ich nie wieder ein Wort von der Sache. Bist du bereit? Worauf wartest du? Mach schon! Worauf wartest du? Zeig's ihm! Ja, so ist gut! Du hattest deine Chance. Damit wäre die Sache geklärt. Ich will mehr über den Umgang mit der Klinge lernen. Ich werde dir zeigen, was ich weiß. Ich muss weiter. Mich zu einem guten Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. Später.
Hey, Süßer. Ich bin Holly. Wenn du was brauchst, sag es mir. Was kannst du denn anbieten, Holly? Was immer du willst. Du kriegst doch bestimmt eine Menge mit. Und ich bin bereit, mein Wissen zu teilen. Was kannst du mir erzählen? Was willst du wissen? Was weißt du über Schätze? Ein paar sind auf der Insel vergraben. Pete ist auch mit einer Kiste losgezogen, aber er ist nicht zurückgekommen. Wer ist Pete? Curtis hat ihn beauftragt, das Tor zu bewachen. Aber Pete wollte unbedingt seinen Schatz verstecken. Er glaubte, ein gutes Versteck gefunden zu haben. Das wäre alles. Wollen wir uns amüsieren? Junge, was Frauen angeht, musst du noch einiges lernen. Das glaub ich auch. Aber keine Sorge, ich kann es dir beibringen. Zeig mir, wie ich überzeugender werde. An was hast du gedacht? Warte mal. Wir kennen uns noch gar nicht. Ich bin Hank. Ich pass auf die Mädels auf. Und? Du hast dich mit Holly amüsiert. Das kostet dich eine Kleinigkeit. 100 Goldstücke. Ich hab nur mit dir gesprochen. Hey, wie du deine Zeit mit ihr verbringst, ist nicht mein Problem. Vergiss es, du kriegst von mir gar nichts. Das sagen sie alle, aber am Ende bezahlen sie doch. Also gibst du mir das Gold freiwillig oder muss ich es aus dir rausprügeln? Du kannst es ja mal versuchen. Arme Irrer. Zeig's ihm! Los doch! Worauf wartest du? Schön, vergessen wir das mit der Kohle. Ahoi, schöner Mann. Hatten wir zwei schon mal das Vergnügen? Bis jetzt noch nicht. Hui, das sollten wir unbedingt nachholen. Später vielleicht. Einen schönen Gruß von Morris. Morris? Dieser Mistkerl ist einfach abgehauen und lässt sich nicht mehr blicken. Dabei schuldet er mir noch Gold für... wenn ich den in die Finger kriege. Morris ist unten, vor der Kneipe. Er ist nicht auf dem Schiff? Hank wird sich um ihn kümmern. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Worum geht's? Alistair braucht ein wenig Gesellschaft. So, du meinst, er könnte ein wenig Ablenkung vertragen von seiner schweren Arbeit. Wir verstehen uns. Noch nicht ganz. Lass dir Zeit mit Alistair. Jetzt verstehen wir uns. Keine Sorge, ich werde mich gut um ihn kümmern. Nimm hier ja nichts mit.
Überleg dir gut, was du vorhast. Warte hier. Gut. Mach, dass du wegkommst. Dass du wegkommst! Komm mit. Kein Problem. Raus hier! Ich bin bei dir. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Mir ein paar von deinen Tricks. Welchen? Vom Brennen verstehe ich nichts. Hier was klaut, bekommt Ärger! Das war's dann. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Überleg dir gut, was du vorhast. Die Sache mit Di Fuego ist erledigt. Zu welchem Preis? Spielt das eine Rolle? Hast bei Pedro abkassiert, den alten Sack runtergehandelt und den Rest für dich behalten? In dem Fall hast du deine Belohnung ja schon eingestrichen. Aber ich habe heute meinen großzügigen Tag. Hier, nimm 5 Flaschen vom besten Takarigua rum. Hat der aufgeblasene Sack noch was gesagt? Er sagte, ihr sollt aufhören, seinen Zucker zu klauen. Ja,
Genauso gut könnte er einem Gnom sagen, er soll keine Sachen mehr sammeln. Wir machen natürlich weiter. Petro wird in Zukunft bestimmt vorsichtiger sein. Prost! Ich brauche mehr Rum. Ein paar Flaschen kannst du kriegen. Aber glaub nicht, dass ich so viel rausrücke, damit du ein Schiff beladen kannst. Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. Später. Patty! Patty, endlich! Du hast mich sitzen lassen. Aber was? Aber ich habe dir einen Sack voll Gold dagelassen. Du lässt einen Sack voll Gold da und glaubst, du kannst dich verdrücken? So einfach lasse ich dich dieses Mal nicht davonkommen. Ich habe gar keine Wahl. Ich muss wieder auf See. Du willst mich wieder zurücklassen? Bin ich dir so wenig wert? Wenn Mutter das wüsste. Lass deine Mutter aus dem Spiel. Hör zu, ich kann dich nicht in Gefahren aussetzen. Und dann willst du mich alleine lassen? Ist es dir lieber, wenn ich zur Hure werde? Na schön. Vielleicht hast du recht. Willst du denn mitkommen? Oh, Papa! Natürlich will ich mit. Na schön dann. Willkommen an Bord! Und wer ist der Kerl? Du hast dir doch keinen Waschlappen ausgesucht. Ich dachte, er kann bei dir anheuern. Das entscheide immer noch ich. Er denn was? Er steht hier, direkt vor dir. Mund halten! Mund halten! Wenn er unter Beweis stellt, dass er als Pirat was taugt, kann er anheuern. Und wehe, du hilfst ihm dabei. Wenn dein Freund mit will, wird er den Schwur leisten. Warum nur er? Ich schwöre auch. Das lassen wir mal schön bleiben. Hör auf, mich wie ein Kind zu behandeln. Du bist meine Tochter. Ach, auf einmal bedeutet dir das was. Es hat mir... Ach, vergiss es. Trinken wir lieber. Worauf trinken wir?